Würde ich sagen, ich hätte mal wieder Zeit für ein paar spontane Runden. Jo, einfach mal wieder Lebenszeichen von mir geben sozusagen. Ich mache gerade hier die Linie hier auf den AMX M454. Der ist ja gebufft worden. Und den finde ich ganz nice. Der 9er ist auch gut. Die anderen habe ich mir alle erspart. Weil ich es einfach kann. Nein, von dem her, der soll ziemlich Müll sein, der 65 Tonnen. Aber der 9er hier, der AMX M54 ist schon wieder ganz gut. Und der 10er auch. Aber wie gesagt, erforscht habe ich ihn schon. Aber wie immer bin ich ziemlich pleite. Was heißt so pleite? Auch nicht mehr. Ich brauche 3,5 Mille. Drum packen wir unsere Premium-Panzer aus. Und das ist unser Sumur. Aber der, kleiner Tipp an euch, wenn ihr den habt hier, den M10, der ist auch ein kleiner Geheimtipp, um Credits zu machen. Der ist nicht schlecht. Aber ich fahre jetzt ein bisschen Sumur Stufe 8 abends, ist ein bisschen schwierig zu spielen. Du kommst in der Regel eigentlich gegen 10er, aber egal, ich will nicht rumheulen. Kaum sage ich, seht ihr, egal. Wenn du mal ein gutes Spiel hast gegen 10er, ein gutes Spiel ist für mich über 1500 Damage, vielleicht 2-3 Kills, machst du viel Erfahrung und relativ viel Credits, wenn du nicht Gold schießt. Ja. Schauen wir, was wir hier haben. Hoppla. Letztes Abendessen war wieder opulent heute und sehr gut. Okay. Jagdpanzer tut weh. FV tut weh. Ich glaube, wir fahren hoch. Das ist eigentlich ein Heavy, aber ich habe. Der Turm bounced nix hier beim Sumur. Gegen 10er schon mal zweimal nicht. Oben im Prinzip auch nicht, aber oben kommen meistens die Mates. Drum hoffen wir mal. Lässt er mich vorbei, Konki? Dass wir oben vielleicht ein, zwei Mates bestrafen können. Ich spiele ihn meistens so, den Sumur, als Unterstützer-Heavy. Ich fahre hinter den Big Boys hinterher. Oder, ja, eben, die Top-Tiers fahren vor und ich versuche, Fehler der Gegner zu bestrafen. Und da ist schon der erste draußen. Ich glaube, das wird eine kurze Runde. Egal. Aber nicht nur gegen Top-Tiers, sondern auch im Achter. Es ist kein Heavy für die erste Reihe. Ihr müsst immer den Reload beachten. Aber jetzt haben wir genug geschwafelt. Jetzt spielen wir einfach mal. 34 Sekunden habe ich. Das ist halt dann doof, wenn du vorne stehst. Dann nehme ich dich ganz entspannt raus. So, Jagdpanzer steht hier. E4 hier. Die haben wir geparkt in den Scharten. Der Udis müsste man eigentlich oben. Das kommt oben. Metaller ist auch unten, 430 ist unten. Ja, ich denke mal, das Tigerchen wird oben kommen. Die Mates, wie ich spekuliert habe und gehofft habe. Schauen wir mal, was da so. Wer kommt denn mit? Mein Gott, bin ich schon wieder müde hier. WT auf E100, das ist dieses Event, da könnt ihr diesen Chieftain für Arme, sage ich immer, gewinnen. Ach du Scheiße. Alles klar. Rinoceronte. Den habe ich jetzt so gar keinen Bock gerade. Er ist alleine, hä? Jetzt unterstütze ich mein Top-Tier. So, das war mein Clip. Das ist gar nicht schlecht. Das Tigerchen kommt auch schon. Hoffentlich schaffen sie den Rinoceronte. Der WT auf E100, der ist halt ziemlich toxisch. Vielleicht schafft er das. Oh, da kriegt er von der AT. Natürlich jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Ich bleibe mal beim WT. Ja, eben, da ist er nämlich tot. Nehmen, ich spiele ihn als Unterstützer. Ich versuche jetzt meinem CC zu helfen. Kann man eigentlich den Hit fangen?
kann er nicht mehr repairen. Und tschüss. Du auch? Scheiße, ich bin leer. Ei. Jetzt bin ich allein. Was hätte so eine gute Runde werden können? Naja, egal. Wir tun mal so, ob wir geladen werden. Ich mach das gerne. Scheiße. Naja, egal. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Tja, ja. Trotzdem. 2-1 in dem 10er-Match. Ist okay. Also jemand, der ein bisschen Ahnung hat von dem Spiel, wird mir bestätigen können, da kannst du froh sein im 8er. Naja, der Super Kong, der fährt halt immer noch Super Kong-mäßig rum. Aber ich glaube, das haben wir verloren. Ich mache mal kurz eine Pause. Ihr werdet es kaum glauben, wir haben dieses Spiel tatsächlich noch gewonnen. Das war ein richtig spannendes Ding, aber das bringt euch ja nichts. Also wenn ihr mich nicht spielen seht, dass ich das aufnehme. Ihr wollt ja mich spielen sehen. Ihr schaltet ja eigentlich den Kanal nur ein, weil ihr mich spielen sehen wollt. Wehe, sagt jemand was anderes. Nee, aber das war ein richtig gutes Spiel gerade trotzdem. Als 8er auf 4. Position, nicht schlecht. Ich habe aber kein Gold geschossen, kein Premium-Konto, 62.000. Alles gut? Okay. Der Super Kong war gut. 6 Kills gemacht. Der hat das praktisch geholt hier. Der hat 6 Panzer rausgenommen. Oh, ja, der ist gut. Nicht schlecht, Herr Specht. Also, wie heißt du? Seijan. Genau. Von Wottenkist. Mein Gott, wahrscheinlich spreche ich es völlig falsch aus. Falls du dieses Video jemals sehen wirst, hast du echt geil gemacht. Ein gutes Spiel von ihm. Gut, ich mache noch ein zweites. Ne? Schieben wir noch ein zweites hinterher. So. Schauen wir mal. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen. Ja, jetzt sind es noch, wer rechnen kann, 3,5 brauche ich. Ja? Wie viel brauche ich noch? Schreibt mal die Differenz in die Kommentare. Der, wo die Differenz weiß, der kriegt dann Waschlapp mit meiner Signatur drunter. Ne? Okay. Das war der Flachwitz des Tages. Okay, Achter. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Platoon. Hier ist 5. Centurion. Kein Klicker. Das ist auch nicht schlecht. Naja, wir machen wieder das, was wir vorhin gemacht haben. Vorhin war es bei den Zehnern so, das machen wir jetzt bei den Achtern auch so. Wir unterstützen unsere Top-Tier. Also was ist unsere Top-Tier? Ich bin ja auch Top-Tier, aber ihr wisst, was ich meine. Die mit dem harten Turm. Ich bin halt sensibel. Ich bin ein sensibler Panzer. Aber ich bestraf gerne. Und ihr wisst, was ich meine. So, gucken wir mal. Mr. Löwe fährt mit. Okay, der Pole 53 TP auch. Jetzt schauen wir mal. Wir nehmen erstmal ganz galant die Parkposition ein und schauen mal, was hier so passiert. Der B wascht drüber, das Feld ist klar, ist ein Leid. Durian. Das Platoon wird wahrscheinlich auch drüben kommen. Und wir fahren mit unseren dicken Boys hier mit. Und warten auf unsere Gelegenheit. Okay. Ich aim meistens diese Ecke hier ab. Jetzt aim ich sie einmal nicht ab. Kennt ihr das? Okay. Fährt da dieser Profi hin, ne? Egal.
Zeig mal deinen Cupola. Mann, lass mich doch auch mal. Also wie im... Naja, der hat den Cupola auf der anderen Seite. Scheiße. Jetzt fährt er da durch. Meine Herren. Das ist ja ein Albtraum. Jetzt fahre ich doch rüber. Bloß mein Hobel. Ich glaube, da drüben könnte ein bisschen was gehen. Oh, das war fast ein bisschen alemannisch, gell? T34. Hm. Naja, das ist ja tot, ne? Der Bub. Naja, er war noch so jung. Huhu. So. Jetzt wollte man ein bisschen Action sehen, oder? Also. Let's go into the action. Wenn ihr euch wundert, warum ich nicht vorfahre, dann steht alles voll mit TDS. Und der kriegt jetzt, weißt du, der kriegt jetzt von den TDS hier. Das, was ich gesagt habe. Mach halt nicht auf, die Brüder da hinten, ne? Ach, ich hab jetzt Bock auf die da drüben. Mein Gott, passiert ja gar nichts. Das ist manchmal so undankbar. Ich baue uns halt nichts, ne? Aber ich fahre jetzt trotzdem vor. Dann können wir ein bisschen farmen. Der war AFK, dankeschön. Mein Gott, was ist denn das für ein Team? Das ist ja überhaupt nicht existent. Ja, das ist das Problem im Sumur. Du bist halt einfach leer. Lädst nach und lädst nach. Mein Gott, sie sterben wie die Fliegen. Boah, ist ein scheiß Spiel. Naja, egal. Die zweite Runde. 14-1. Obwohl, sagen wir mal so, es ist die absolut harte Realität. Bam, da war er tot. Ich konnte gerade einmal schießen. Und den habe ich nicht getroffen, weil ich schnell schießen musste. Wenn du nämlich zu lang wartest, kriegst du nichts mehr ab. Dann kannst du nicht ewig einzählen. Na egal. 15-1. Ganz knappe Kiste, sagen wir mal. Egal. Es ging mir auch vor allem darum, dass ich mal wieder was hochgeladen habe. Und mal wieder ein Lebenszeichen von mir kommt. Und das ist auch eine typische WOT-Runde. Ne? Tja. Bin zu nichts gekommen hier. 40.000. Naja. Egal. Wie gesagt. Ich glaube, der ist ganz gut. Ich habe bei diesen Server-Statistiken geguckt. Der ist nicht schlecht hier. Und der ist sehr nice hier. Den will ich haben als nächstes. Aber ja, ist noch ein bisschen hinne. Obwohl, jetzt brauche ich nur noch knapp. Ein bisschen mehr wie 200.000. Ja, aber eben mit dem Panzer kaufen ist es ja nicht getan. Da
Du musst ja meistens noch die große Kanone kaufen und ihn ausrüsten. Aha, ist er nicht schön? Okay, das wissen nur die Panzerenthusiasten unter euch. Ich meine, meistens gucken das ja auch Leute hier, die WoT fahren, ne? Also, er versteht mich, ne? Ich mag ihn. Er ist zwar total manchmal auf offenen Maps schwierig zu spielen und langsam wie eine Kröte, was weiß ich. Obwohl, ne, jede Kröte ist wahrscheinlich schneller. Aber wenn du halt wirklich dann diese 5 Schüsse rauskloppen kannst, das macht Spaß. Ne? Guck mal. Ne, ich komme, lass uns so. Gut, alles klar, ich lade ihn da die nächsten Tage nochmal hoch. Es ist jetzt ein anderer PC. Ich mag, das ist auch eher auch ein kleiner Test, wie die Performance ist. Und ja, mal schauen. Die nächsten Tage kommt wieder was. Aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Gell? Also, bis die Tage in dem Fall. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten macht das einfach nicht. Aber würde mich freuen. Bis dann. Ciao.